Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir sind hier unterwegs nach, ich weiß gerade gar nicht wohin. Wieso hat er mir eben 70 angezeigt und jetzt nur noch 35? Ich nehme an, dass die 35 richtig sind, weil das ist das, was die anderen Leute hier auch fahren. Aber die... was machst denn du? Bist du des Wahnsinns? Der kann doch nicht einfach. Ja, wir sind unterwegs nach Bakersfield. Und liefern dort Kabeltrommeln ab. Versuchen es jedenfalls. Haben noch etwas über 6 Stunden Fahrzeit vor uns. Und da war ein Viehgatter. Und sind mal wieder viel zu schnell unterwegs. Wie immer, ne? Wie... ups. Da wäre ich jetzt fast geradeaus reingebrettert. Wäre nicht gut gekommen. Ganz und gar nicht. Das rumst nämlich ganz ordentlich. Und macht viel kaputt. Ah, jetzt dürfen wir wieder 70. Sehr schön. Und haben freie Strecke. Keiner vor uns. Auch sehr schön. Und am strahlenden Sonnenschein. Auch das ist sehr schön. So, ich mach mal das Licht aus. Wir haben helllichten Tag. Geguckt, ob wir irgendwo eine Uhr haben, aber ich sehe gerade keine. Haben wir da eine drin? Upsala, 7.43 Uhr, ja. Am frühen Morgen. Dann sind wir unterwegs. Am frühen, frühen Morgen. Ja, die Aufnahmen hier mache ich nicht mehr am so frühen Morgen. Immer noch am Sonntagmorgen, aber immer natürlich nach dem Euro Truck Simulator. Ups, Entschuldigung. Und jetzt haben wir inzwischen dann auch kurz vor 9. Also schon nicht mehr so ganz früh. Gefrühstückt habe ich auch. Das mache ich auch immer nach dem Euro Truck Simulator. Ja, so ein routinierter Tagesablauf, wenn ich zumindest wenn ich daheim bin. Sonntags morgens aufstehen, aschen, anziehen. Euro Truck Simulator, 3 Folgen aufnehmen. Heute waren es nur 2. Die eine nehme ich erst am Freitag dann auf. Weil wir da ja gerade in der Challenge unterwegs sind, dass wir die Renntrucks fahren wollen, müssen, sollen. Und da habe ich quasi jetzt schon 2 Folgen gebraucht, um zu dem Ort hinzukommen, wo ich so eine Ladung aufnehmen kann. Und ja, ich werde die Tour nicht in einer Folge schaffen, deswegen... habe ich die Aufnahme auf Freitag verschoben, weil Freitag ist ja auch Feiertag, das ist Karfreitag. Und da habe ich dann die Zeit, am Freitag die Tour fertig zu machen, also anzufangen und auch fertig zu machen, kann ich dann halt 2, 3 Folgen gleich aufnehmen. Und
Ja, hier mit der schnellen Leitung passt das ja auch. Da kann ich die am Freitag aufnehmen, rendern und noch hochladen. Das passt bis zum Mittag. Und deswegen gab es heute nur zwei Folgen. Aber wie gesagt, normalerweise Sonntagmorgen aufstehen, waschen, anziehen, drei Folgen Eurotruck Simulator aufnehmen. Dann, während die erste rendert, mal in Ruhe frühstücken. Und anschließend zwei Folgen American Truck Simulator. Entschuldigung, wollte ich nicht erschrecken. Ja, das ist dann so mal die Basis für den Sonntag und dann hängt es immer mal wieder noch von der Lust und der Laune ab, was ich sonst noch aufnehme. Ob und was. Ich denke, jetzt nachher werde ich noch eine Folge Cattle and Crops aufnehmen, die ihr dann inzwischen wahrscheinlich schon gesehen habt, weil wir sind jetzt schon in der zweiten Folge vom American Truck Simulator, also der Samstagsfolge. Ja, mal schauen, was da alles so passiert. Und ansonsten muss ich dann halt nochmal gucken, was ich heute an Zeit und Lust habe. Sims hätte ich Lust. Metro Exodus müsste ich mal wieder weiterspielen. Weiß ich aber nicht, ob ich das heute schaffe. Weil ab 12 streamt eine befreundete Streamerin. Da müsste ich dann, oder möchte ich dann auch gucken. Und ja, sonst mal, weiß nicht, wie lange sie heute streamt. Und ob danach noch eine, oder danach dann noch jemand streamt, ich schaue mir das mal an. Und gucke einfach mal. Abhängig davon ist dann halt, was es heute, was es so gibt. Ah, vielleicht nehme ich auch nachher noch Farmer's Dynasty auf. Das könnten wir auch noch machen. Davon noch ein, zwei Folgen. Mal gucken. Ihr werdet es gesehen haben, wenn ihr diese Folge seht. Außer es kommt jetzt noch am Samstagnachmittag eine von den Folgen. Das könnte natürlich auch passieren. Wobei, wenn ich Farmer's Dynasty aufnehme, dann kommt mit Sicherheit unter der Woche eine Folge und vielleicht am Samstag jetzt noch eine. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir einfach mal gucken. Ja, gibt viele interessante Spiele auf dem Markt. Und ja, Planet Coaster wird sich jetzt auch was... Werde ich jetzt auch wieder anfangen oder angefangen haben. Weil da hat es jetzt wieder ein, ich weiß gar nicht, ist ein Update oder ein DLC oder beides, was da am 16. April kommt oder kam. Ja, das will ich natürlich auch zeigen, ne? Muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ob ich da am Dienstag gleich eine Folge aufnehmen kann? Ich weiß es nicht. Wenn da eine Freundin von mir streamt, dann eher nicht. Ansonsten ja. Alles mal noch offen. Mal gucken. Gucke die hier, gucke die da. Und hier haben wir Serpentinen. Gut, dass wir einen vor uns haben, dann kommen wir schon nicht in Versuchung, viel zu schnell zu fahren. Was ist das eigentlich für ein Gebiet? Welding. Schick. Wobei wir hier wohl schon mal lang gekommen sind. Ah, das ist ein Flughafen. Ah. Ah. Okay. Der Flughafen im Nirgendwo.
Ja, und hier natürlich noch eine große Farm. Da müssen wir echt mal... Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten Aufnahme, 4 Stunden 15. Könnten wir heute fertig kriegen? Vielleicht. Wir gucken mal. Wenn es nach den 20 Minuten Aufnahmezeit kurz vor fertig ist, dann machen wir noch ein bisschen länger. Ansonsten halt nächste Folge. Das gucken wir dann mal. Wir sind ein bisschen zu... Ja, es geht aber noch im grünen... Ne, nicht mehr im grünen Bereich. Und haben natürlich Polizei hinter uns. Hervorragend. Bestes Timing zum zu schnell fahren. Jetzt machen wir aber einen Tempomaten rein, dann passiert das nicht mehr. Ich muss aber höllisch aufpassen, wenn Schilder kommen. Weil dann muss ich Strichschild auf der Geschwindigkeit sein. Zumindest wenn die niedriger als 55 ist. Ansonsten darf ich gleich wieder zahlen. Weil die Polizei wird jetzt natürlich eine ganze Weile hinter uns herfahren. Es gibt hier keine Abbiegen. Doch, hier könnte sie ja theoretisch abbiegen. Tut sie aber nicht. Da müssen wir schauen, dass wir ihr langsam aber sicher entkommen, indem wir ein bisschen zu schnell fahren. So, dass es noch toleriert wird. Aber halt auch so, dass wir... von denen wegkommen. Ganz so schnell sollte ich nicht durch die Kurve fahren. Ganz so schnell sollte ich nicht durch die Kurve fahren. Und jetzt können wir auch keine 60 mehr fahren. Wir haben einen vor uns und überholen geht natürlich nicht. Nicht bei dem Geschwindigkeitsunterschied, den wir fahren können. Na komm, zieh. So ist gut. So ist's brav. Der da vor uns hat entweder einen stärkeren Truck oder eine leichtere Ladung. Oder beides. Immer noch 55, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, wir haben hinter uns wahrscheinlich die Polizei. Und wenn ich hier an dem Schild nicht Strich 30 fahre, also nicht pünktlich die 30 habe, dann dürfen wir ganz schnell zahlen. Die sind da ziemlich rigoros, habe ich schon festgestellt. So, ist Polizei noch hinter uns? Yes. Sie sind. Dann hoffen
hoffen wir mal, dass sie jetzt gerade ausfahren. Ja, haben sie auch. Sehr schön. Sind sie auch. Nicht haben sie auch. Sind sie auch. Sie sind gerade ausgefahren. Wunderbar. So gehört das. So muss das sein. Wer sich wundert, warum wir hier diese Strecke fahren, statt direkt auf die Hauptstraße. Es ist auf Nebenstrecken eingestellt. Deswegen, fahren wir die Nebenstrecken. Soweit halt geht, ne? Soweit es halt geht. Oh, wir haben grün. Das ist aber mal nett. Das ist ja mal nett. So muss das sein. Und so nicht. So nicht. Ampel? Ampeli. Aus der Perspektive sieht der Anhänger doch ein bisschen länger aus. Der hier wirkt er so kurz. Der sieht da ein bisschen länger aus. Wenn man so von vorne guckt, könnte man meinen, dass der Truck genauso lang ist wie der Anhänger. Aber der Anhänger ist tatsächlich ein bisschen länger. Wie ich so sehen muss. Grün. Grün ist gut. Zwei Stunden 27 haben wir noch. Das werden wir heute nicht schaffen. Da werden wir dann nachher eher entweder auch wieder auf den Randstreifen fahren. Oder irgendwas in der Richtung. Muss ich mal gucken. Was da so geht. Ah, da kommt eine Tankstelle. Da können wir natürlich auch einfach drauf fahren, ne? Machen wir das vielleicht. Wobei wir hier abbiegen müssen. Oh ne, müssen wir gar nicht. Können wir. Ja, ja, stell dich nicht so an. Wir fahren ein bisschen Pampa. Und dann fahren wir hier drauf. Und ja, machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir hier unsere Tour dann fortsetzen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.